Servus, Flo Preuß hier und ich begrüße euch zur großen Sicherheit im Wintersport-Kampagne von Snowtrax. Wir sind hier im Snowpark auf dem Stubaier Gletscher. Mittlerweile gibt es jede Menge Snowparks in jedem Skigebiet im ganzen Alpenraum. Ja, und so unterschiedlich wie die Skigebiete sind, sind auch die Snowparks und die verschiedenen Obstacles. Es gibt große Sprünge, kleine Sprünge, sogenannte Kicker. Es gibt Boxen, Rails. Ja, und was eigentlich in keinem Funpark fehlt, ist zum Beispiel ein kleiner Kicker, der sich auch super eignet, um mit dem Freeskiing anzufangen. Und da werde ich euch heute mal zeigen, wie man das am besten angeht. Ein bisschen Respekt gehört beim Kickerspringen auch immer mit dazu und ist auch gut so. Wenn es Angst ist, dann lass es lieber erstmal. Und ganz wichtig ist, auch im Funpark, genau wie auf der Piste, immer einen Helm tragen und am besten auch einen Rückenprotektor. So ein Sprung läuft quasi in vier verschiedenen Phasen ab. Es ist einmal die Anfahrt, der Absprung, die Flugzeit und die Landung. Ganz wichtig in der Anfahrt ist, dass wir die richtige Geschwindigkeit haben. Das schauen wir uns am besten bei irgendwelchen Leuten an, die schon gerade über den Kicker springen. Die Anfahrtposition ist zentral über dem Ski mit einer hüftbreiten Skistellung und leicht gebeugten Knien und leicht gebeugter Hüfte. Und so, dass ich immer leichten Druck am Schienenbein habe. Ganz wichtig ist der Absprung. Das ist quasi vorne an der Lip, am Ende vom Kicker. Und da ist es ganz wichtig, dass ich aus meiner tiefen Position mich strecke, dass ich nach oben springe und aktiv mit dem Kicker springe und nicht der Kicker mit mir springt. In der Flugzeit ist es ganz wichtig, dass ich in der Luft stabil bleibe, Körperspannung halte und die Landung fokussiere und schon von Anfang an dahin schaue, wo ich landen möchte. In dem Moment, wo ich lande, probiere ich auch die Spannung zu halten, federe den Stoß ab, gehe etwas in die Knie, gehe wieder etwas in die Hüftbeugung und lande ganz entspannt und fahre cool von dem Kicker weg und fahre locker raus. Dieses Tutorial sollte euch sicher über euren ersten Kicker bringen, aber ganz wichtig, habt Respekt, fangt klein an und arbeitet euch Schritt für Schritt nach vorne, denn im Wintersport geht Sicherheit vor.